Schon seit 20 Jahren besteht diese Tradition. Der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude kommt jedes Jahr aus einer anderen Gemeinde. Hier ist Schellenberg dran. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn der Regierungschef sagt, das ist der schönste Baum, den wir je gesehen haben. Aber es ist nicht die schönste Weihnacht, es ist immer die, die vor ihm liegt. Und darum finde ich das ein wunderbarer Baum, den wir hier haben. Ich glaube, jeder Lichtersteiner und jede Lichtersteiner sollte nicht nur vielleicht im Kreisel vorbeifahren, sondern halt auch mal auf den Peter-Kaiser-Platz kommen. Und dann sieht man, dass da die weihnachtliche Stimmung langsam auch einzüchtet. Und das Regierungsgebäude zeigt sich seit ein paar Tagen im Weihnachtsbaum. Kleid. Es ist, ich finde, eine schöne Tradition, die sich seit Jahren so eingebürgert hat, dass alle Jahre eine andere von diesen 11 liechtensteinischen Gemeinden oder den Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude stellen dürfen. Und jetzt heuer ist Schellenberg dran. Das freut mich natürlich ganz besonders. Gerade neu im Amt als Vorsteher seit dem 1. Mai und schon darf ich hier den Baum stellen. Es freut mich wirklich und ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir so einen schönen Christbaum haben liefern können. Ausgesucht hat der Baum natürlich der Förster und wir haben ja Forstgemeinschaft durch Gelgenprix und Schellenberg zusammen. Der Siegfried Kofler, der Chef der Forstgemeinschaft, er hat den Baum ausgesucht. Er ist ca. 10 Meter hoch und ist eine normale Fichte. Es gibt von der Regierung keine Vorgaben, wie gross der Baum sein muss. Da sind Gemeinden natürlich komplett frei. Wir können auch immer mit den Förstern reden. Ich bringe meistens mit dem Vorsteher zusammen den Baum hierher. Und die Förster sagen uns dann immer, es ist gar nicht so einfach, so einen grossen, schönen Baum zu finden. Da geht man nicht in den Wald und sieht, da haben wir jetzt so einen Tanner, sondern meistens sind es freistehende Bäume, Tanner, die man dann irgendwo halt mitbringt. Und ich glaube, es man dann gut daran, einen schönen Baum zu bringen, weil man weiß denn ja, das ist jetzt der Schellenberger und nächstes Jahr ist es von einer anderen Gemeinde und ich glaube, da bemühen sie sich auch immer darum, aber manchmal haben wir ganz große, manchmal ein bisschen kleinere und was aber immer so ist, es ist immer schön, einen Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude zu haben. Als ich Bescheid bekommen habe von den Mitarbeitern von der Regierung, da, dass Schellenberg hier dran ist mit dem Weihnachtsbaum zum nach Fadot zu liefern, habe ich natürlich unseren Förster gleich einmal kontaktiert und ihn gebeten, er soll mal Ausschau halten. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das macht er in unseren Wäldern, in den gemeinseigenen Wäldern. Aber dann einige Tage später hat er mir angerufen, er habe einen privaten Grundbesitzer, der eigentlich in seinem privaten Grundstück den schönen Tannenbaum hat. Und weil der sowieso weg hat müssen, wäre er prädestiniert, um da nach von dort zu bringen. Und er hat eine wunderschöne Form und es sieht man auch, man kann den hier anschauen. Er ist echt sehr schön geformt für einen Christbaum und dann ist es, finde ich, super, dass wir den so haben können stellen. Die Weihnachtszeit bei der Regierung ist eigentlich nicht viel anders als sonst. Wir haben Regierungssitzungen bis kurz vor Weihnachten. Dann ist ein bisschen Pause natürlich über Weihnachten, Neujahr und dann geht es im neuen Jahr dann wieder los. Es gibt aber eine spezielle Tradition in der Regierung, dass man in der letzten Regierungssitzung keine abschlägige Entscheid fällt. Also wenn es Beschwerden oder irgendetwas gibt, schaut man, dass man die davor entscheidet oder dann im neuen Jahr. Wir möchten damit Menschen im Liechtenstein nicht unbedingt quasi zu Weihnachten noch negative Nachrichten bringen. Und das ist aber seit ich denke, man hat mir das übermittelt, ist das so. Und das finde ich eigentlich auch noch eine schöne Tradition. Wir haben jetzt nicht im Sinn Weihnachtsbeleuchtung durch die Straßen und so. Also Straßenbeleuchtung haben wir nicht. Wir haben aber natürlich auch einen Weihnachtsbaum, der steht da schon. Ist auch ganz ein schöner Baum, ein bisschen kleiner, als wir da noch von dort liefern dürfen. Wir haben noch schon, der Weihnachtsmarkt ist am vergangenen Wochenende schon gewesen, ist auch traditionell, sie sind immer sehr früh, schon kurz vor der Adventszeit, aber es ist eigentlich ganz ein schöner Anlass gewesen, ein toller Anlass, der am Samstag, Sonntag in Schellenberg stattgefunden hat, um die besinnliche Zeit einzuläuten.